Hey Leute, was geht? Herzlich willkommen bei Tiptop Tube. Wir sind gerade im Auto. Hallo. Ash dabei, Chrissy dabei, ich dabei, Papa sind. Papa Hi. Ist auch da vorne noch. Hi. Mama fährt hier gerade. Ich fahr. Wo fahren wir gerade hin? Wir fahren weg. Zum Zelten fahren wir. Zum Zelten. Das bezweifle ich. Wir sind gerade nämlich schon über die dänische Grenze. Wir sind gerade in Dänemark und haben einen geilen Tag vor. Heute ist Freitag, wir haben Ash direkt aus der Schule mitgenommen. Ja, wir haben abgeholt, aber Dänemark. Einfach mitgeschleppt. Wir sind angekommen in Dänemark. Hast du schon Hunger? Nein. Noch keinen Hunger? Nein. Oh, Jacken gehören geschlossen. Ja. Ja? Ja. Geht das noch zu? Ja. Was sagst du, was wir machen? Wir gehen einkaufen. Was sagst du, was wir machen? Shoppen. Wo gehen wir einkaufen? Wo? Hier ist ein zweites Einkaufszentrum. Ja, da warst du noch gar nicht. Da warst du noch gar nicht? Nein. Ach doch, mit Angie. Angie war doch mal. War voll klein. Ja, stimmt. Ist nicht klein. Für Mama ist, aus Mamas Sicht ist das Ding groß. Ja, ich finde es. Das war nicht anderen größer als Sophie. Das war halb so klein. So, wir sind hier im ersten Sportladen schon mal. Ja, schon mal, hier gibt es voll coole Sachen, ne? Mhm. Ja? Habt ihr was Cooles gesehen? Nee, noch nicht. Das ist XL. Erst brauchst du, ne? So 400 Kronen für wenig eigentlich? 400 Kronen sind doch irgendwie 20 Euro. Durch 7 teilen. Achso, okay. Mhm. Neue Schuhe für dich, neue Fußballschuhe. Er ist jetzt im Laden, haben wir im Laden gelassen. Wo warten wir? Hier. Okay, stellen wir uns jetzt hier hin. Papa kommt, wir verraten es gleich. Leute, wir warten, wir haben jetzt Escher mal. Wir lassen Escher jetzt alleine im Laden. Den lassen wir jetzt im Laden. Ich hab er kommt. Okay, der hat zu sehen. Was? Ich war weg auf einmal. Ja, wir wollten dich allein lassen im Laden eigentlich. Wollen wir ihr seid gemein. Wollt ihr irgendwas essen? Achso, stimmt. Warte. 16 Uhr können wir das essen. Haben gleich geschafft. Wie lange gehen wir dahin? Noch eine halbe Stunde. Nicht mal. Nicht mal, wir waren gerade in 2 Minuten. Leute, Mama ist fündig geworden. Sie hat, was ist das denn? Deine Cousine. Und einmal. Kissenbezug? Nee, Kissen. Das ist. Achso, die, hast du auch was Schönes gefunden? Nein. Ey Leute, wir sind jetzt gerade in einer anderen Abteilung im H&M. Wir haben erst schon wieder verloren. Ja, das ja. Shit, Mann, wir wollten da wieder rausgehen. Ey, warum verschwindet es eigentlich die ganze Zeit? Herrenabteilung gibt es einfach nicht, oder? Doch oben. Wir haben doch gesagt oben. Sie haben gerade gesagt, oben. Das war diese, wo man. Da war eine Herren. Drei Regalen irgendwie, das ist total wenig. Ja, dann egal, dann. Nein, wir gehen jetzt gucken nach oben. Na, hä? Ich hab doch noch Zeit. Aber was ist das denn hier? Ja, Ash, du musst was kaufen. Lass da mal weiter gucken. Wo möchtest du hin? Weiter, da. Hat er gerade gesagt. Das ist dein neues Teil. Ash, das ist, ja, das ist was für dich. Schreib mal bitte, sollen wir erst Oh mein Gott, es gibt Pokémon. Ja. Wild. Oh mein Gott, noch mehr Pokémon. Wir sind im nächsten Laden und hier gibt es Schminke und Parfüm. Hat Ash eben schon gesehen. Willst du hier irgendwas haben von? Gesundheit. Willst du irgendwas haben von? Oder? Nein. Kein Shopping mehr? Mm-mm. Okay. Ich will Hunger. Ich will essen. Ich will auch. Nice, was hast du hier gefunden, Schönes? Das riecht gut. Ich teste das riecht gut? Riech mal. Sag mal. Das riecht geil. Ja, oh mein Gott, das habe ich vorhin nicht gesehen bei Douglas. Das finde ich gut. Das finde ich richtig gut. Von Armani-Code. Wir haben 900 Kronen, das, nee, 1200 Kronen, alles klar. Oh mein Gott, 1200. Aber es gibt auch das noch 300 Euro, oder? Nee, weiß, nein, nicht so, also schon teuer. 200, 180. Ist auch noch neu. Ich weiß nicht, was kostet. Sie werden erstmal ganz viel Parfüms getestet. Ja, ich habe mal schon geguckt. Douglas Bones online, das Ding kostet 30 Euro weniger als hier. Ja, ist aber auch noch. Also, das riecht gut, ne? Ich feier das, glaube ich, ja. Das riecht gut. Also, das hier. Das hier. Armani-Code. Ja, Armani-Code, ja. Ich kann auch gerade mit irgendwas. Ich kann nichts mehr riechen, Alter. Nee, ne? Und was riecht das? Gut? Nee? Oh, zu süß. Was macht ihr hier? Gummibärchen essen. Ja. Ash hat sich gerade hier Gummibärchen geholt. Wir waren gerade in dem Dekoladen hier. Mama hat auch gut was mitgenommen. Und das Geile ist, wisst ihr, was richtig nice ist? 4 Minuten. Nee, wir haben es jetzt genau 16.01 Uhr schon. Okay. Wir sind jetzt offiziell 1 Minute zu spät. Komm jetzt, das geht einfach mit unserer Esszeit ab. Wir müssen schnell zum Sushi. Ey, brauchen wir was ab? Ist leer. Wie, ist leer? Also ich würde sagen, Sushi kann kommen. Wir sind da, let's go. Kommt rein. Hast du gekocht, Max? Ja. Hey, die spricht nicht mehr zu uns hier. Saßen wir noch nicht, oder? Alte Sitze auch noch? Ja. Ja. Bestell das schon mal, ja. Okay Leute, wir haben jetzt auf jeden Fall ganz viele Sachen schon mal in unserem Warenkorb hier reingepackt. Das ist sehr, sehr nice. Ich konfirm das mal. So Edamame, so ein Kram. Jetzt können wir noch Trinken direkt machen. Geh mal her. Wo denn? Trinken, stimmt. Trinken gibt's auch nochmal. Warte, wollen wir kurz Trinken erstmal machen? Mach mal. Okay, let's go. Trinken. Was ist das? Wir wollen kein Öl, kein Bier. Wir wollen. Ich nehme Wasser. Ich möchte eine Fanta.
wenn die Fanta haben. Das ist alles Wein, Digga. Warum? Gib mal ein Recommend. Ja, hier irgendwo bestimmt. Wir finden das Trinken einfach nicht. Sind wir doof? Oder blind? Ich weiß es nicht. Das geht heute weg. Wir waren unser Essen, ich glaube, unser Essen kommt gerade. Yeah. Unser Robo ist da. Wir hatten schon Pommes bestellt. So. Für jeden ein bisschen Edamame. Mhm. Dann hat er, geil, ich nehme meine, ne? Pommes, Fleisch, Edamame. Mhm. Nee, kannst du darauf schauen. Haben wir alles da? Mhm. Ja, ne? Doch, die nimmt gar nichts auf hier. Schrott hier. Also, ich würde sagen, unser erster Gang ist auf jeden Fall da. Mhm. Ich habe okay gedacht. Ach so. Nein, die merkt das. Die merkt ja, das. Genau, sie ja. Merkt man das. Da könnt ihr gerade am Gewicht, ne? Sagen, Gewicht runter. Guten, guten Appetit erstmal. Guten. Geil. Nächste Essen kommt, glaube ich. Oder auch nicht. Halt an. Halt an. Ja. Halt an. Kann schon sein. Ja. Halt an. Wow. Das sieht lecker aus. Ein Teller brauchst du nicht, oder? Nee. Wie geht das? Mach den. Mach mal. Ja, yeah, let's go. Oh, die sehen so mega aus. Das sind diese Spitze. Das ist ein Krankenwagen. Das ist ein Krankenwagen, Ambulanz. Eben oh. Kam nur dieses Vorauto, oder? Ja, ja. Das sind Garnelen, die gab es da auch. Echt? Das sieht geil aus. Cool. Guten Appetit, würde ich sagen. Es ist sein erstes Mal Sushi. War das erste Mal überhaupt Sushi? Nein, ja, das letzte Mal, als wir hier waren, auch probiert und nicht. Also hat hier Sushi mit Hähnchen. Frittierte Sushi mit Hähnchen, Sushi wichtig. Mit Hähnchen, ja. Schmeckt das? Schmeckt das? Geht ist gut? Ist gut? Ja, okay. Ja, ja. Jetzt musst du aber reinhauen, damit du die 30 Euro, die das Essen kostet, auch wieder drin hast. Genau. Dann musst du genug essen jetzt. Und nicht Pommes am besten. Ja, genau. Wow. Und Spieße und Pommes. Ha? Ja, die sind weg, ja. Bisschen magst du das hier aufstellen? Ja, aber. Ja, genau. Mach du noch eine Spieße auch noch. Die weiß ich nicht. Ja. Was mit denen hier? Willst du den? Da auch, oder? Pommes. Nein. Aber wir haben alle davon gegessen. Also nicht, dass ihr denkt, dass Ash alleine die Pommes gegessen hat. Deswegen habe ich nochmal was für einfach. Warte. Ja. Wo sind eigentlich immer die ganzen Spieße, die ich bestelle? Die kommen gar nicht bei mir an. Das landen bei Papa. Ich weiß nicht. Okay. Ich habe jetzt gerade schon drei bestellt und ich frage, wo die sind. Ja, die sind bei Papa. Das ist ein Fehler in der Küche. Papa fängt die an, ab. Toll. Die ersten drei Portionen bleiben hier hängen. Ja. Willst du haben? Ach, hier stimmt Schnucki. So, Ash, bitte. Danke. Man könnte meinen, wir sind voll die Vollfresse. Also, wir essen schon nach. Ist das für uns? Ja. Ja. Wir haben was Neues genommen. Achso, wollt ihr was ausprobieren? Ich glaube, ich bereue es gerade, dass wir 8 gesagt haben. Wir müssen das alles aufessen. Ist das Mayo und Ketchup? Irgendwas mit Thunfisch, glaube ich. Das, oh, das ist das, was ich bereue, glaube ich. Achso. Also ich mag Thunfisch. Ja, magst du? Ja. Die sind sie für dich. Alle für, ach, für mich? Mhm. Papa kann auch noch was haben. Ein bisschen Reis kann ich mir schaden. Bisschen Kraft. Also Adam bestellt jetzt auch ein bisschen was. Jeder Mama schon die Wolken. Ich habe letztes Mal schon ausprobiert. Das macht mich, das esse ich das auch. Ja, gerne. Aber nicht alle, also. Shit. Für Ash gibt's Nachtisch. Der Nachtisch darf nicht fehlen. Ja, hast du voll ordentlich da reingemacht, ne? Ja. Was hab ich nicht reingemacht? Das Eis hast du voll ordentlich gemacht, mit Erdbeersoße oben drauf. Natürlich. Das sieht ordentlich aus. Hä, wie? Ich hätte dir zugetraut, dass du einfach so ein Ding nimmst. Batsch. Dann irgendwie das Ding da reinquetscht, das Eis, wie es irgendwie passt. Ach so. Das macht er nicht. Ja. Das Auge isst mit, weißt du doch. Was ist denn damit hier eigentlich? Das ist der Nachtisch, der nach dem Nachtisch? Kannst du haben. Ich will das nicht haben. Letztes Mal hast du doch auch erst also normal gegessen, Nachtisch und dann wieder normal gegessen. Immer diese Leute, die in dem All-You-Can-Eat-Buffet Pommes ja, essen. Ja, ne, genau. Ungefähr auch ich früher immer. Ja, ich weiß. Sushi mit Lachs da drauf waren eigentlich doch ganz lecker, ne? Also wir hatten gedacht, das mega lecker. Ich habe den Lachs runtergepackt. Achso, ja, okay. Haben mich zugeliefert. Achso, ja, okay. Ja, ist nicht schlimm. Also, Nachtisch ist da. So, die Lady bringt uns jetzt noch mal ein bisschen Nachtisch her. Ich habe Ananas. Schokomus. Was haben wir hier noch? Jetzt mal alles auf. Vielleicht können wir erstmal die Teller hier wegstellen, ne? Chips. Genau. Wir haben jetzt aufgegessen. Er ist schon abgehauen. Ey, ihr glaubt nicht.
wie voll wir sind. Ich war, glaube ich, tatsächlich der am längsten gegessen hat. Ja. Jetzt geht's nochmal weiter. So der Größte. Ja, der Größte, der Stärkste, verständlich. Wisst ihr, was gut ist? Wir sind jetzt gerade nochmal in einem Netto drin. Kakao. Ja, Mann, sehr gut. Das Gute ist, wir kaufen auf jeden Fall schon mal nicht mit Hunger ein. Ja, deswegen ist das so gut. Wir kaufen jetzt extra nicht so viel. Hier. Ja, Mann. Gar nicht geil. Fun Fact, wir haben keine Ahnung, wo Ash ist. Der meinte, er wollte schon mal vorgehen. Hier ist er nicht. Keine Ahnung, wo der ist. Vielleicht tümmelt er sich ja hier irgendwo bei den Red Bulls rum. Ja, wo ist denn Mama? Wo sind Mama und Chrissy? Ah, habe ich gefunden. Braucht ihr irgendwas Bestimmtes? Nee, wir wollten nur gucken und ich brauche Schwämme. Das sind keine Schwämme. Tee. Brauchst du was Bestimmtes? Mm-mm. Okay, wir müssen Ashes mittlerweile schreiben. Hey, magst du mal kurz sagen, wo du bist? Wir finden dich irgendwie nicht mehr. Bist du irgendwie woanders lang gegangen? Sonst fahren wir gleich ohne dich nach Hause. Oder? Finde ich nicht mehr lustig. Nicht? Nee. Aber ich schon eigentlich. Wollen wir Ashes suchen gehen? Junge, warum ist die Kamera gelb, Alter? Du siehst gerade aus, ja, du siehst gerade aus wie SpongeBob. Hier, guck, warte. Einfach so. Ja, ob wir ihn finden werden. Leute, er ruft mich an. Schnell. Anonym ruft mich an. Hallo? Du bist beim Sushi-Restaurant. Hä? Wir sitzen schon im Auto. Wir sind gerade auf dem Rückweg schon. Nee, wir sind gerade losgefahren. Auf dem Netto-Parkplatz. Bis gleich. Der dachte, wir sind losgefahren. Oh Gott, armes Kind. Der hat beim Sushi-Restaurant, aber er war nicht auf dem Weg. Er meinte, er geht zu Netto. Wo war er nicht? Ja. Bei Netto. Ja, mit Englisch. Also hier wird es noch ein bisschen Deko angeguckt. Nein, super, super. Deko, das ist Spielzeug. Damit willst du spielen, oder was? Guck mal, Holzdinger hier. Oh mein Gott, ein Hotdog. Holzeisen so. Burger. Wofür? Zu spielen, für Kinder. Ach so. Für Leo. Für deine Cousine vielleicht. Für meine Cousine. Aber sie hat schon so. Ja, ich weiß das nicht. Also übrigens, Papa ist gerade schon mal Ash suchen gegangen, damit wir nachher nicht wirklich ohne ihn fahren. Was haltet ihr eigentlich von neuem Besteck oder so? Wollen wir nicht einfach rausgehen wieder? Ich habe keinen Hunger, ich kann kein Essen mehr sehen. Wir wollen gucken. Ich kann kein Lebensmittel mehr sehen gerade. Nee, wir gucken doch. Guck mal, das ist kein Lebensmittel mehr. Ich habe Bock auf so einen Kaffee oder so. Oder Energy wolltest du noch machen. Ja, genau. Was wir auch machen können, was hältst du von Chips oder so hier? Ein paar dänische Chips für morgen oder denken. Übermorgen? Ich kann gerade nicht von Essen oder denken. Guck mal, das hier muss auch mal. Mama, guck mal, das musst du auch mal probieren. Was ist das? Das ist so eine Art Sprite, Faxe Conny. Aber es ist nicht, also es schmeckt anders als Sprite. Ja, dann nimm mit. Nimm mit? Probieren, ja. Gibt auch ohne Zucker. Oh. Warte. Ist doch ohne. Das ist Null. Das, nee, das ist das mit. Nee. Warte. Knoblauch würde wir keine haben, ne? Nee, wir haben noch. Ja, okay. Gibt's hier? Ich glaube, die gibt's hier gar nicht. Ich weiß es gar nicht. Nee, die war hier in dem Netto nicht. Die haben wir nicht gefunden irgendwie. Achso. Ja, ich sehe mich tatsächlich bei so einem Energy. Digga, was ist das für ein Kack? Wieso nimmst du denn nicht hier raus? Ja, weil die sind mit Zucker. Achso, okay. Dann kann Papa vielleicht auch was haben, wenn er. Okay, wahrscheinlich eh nicht, aber. Kommen wir zwei mit. Let's go. Was ist das denn für süße Mini-Flaschen? Da ist er. Guckst du. Okay. Der verschwörte Junge ist da. Wo warst du? Wir wollten schon losfahren. Hab ich gesehen. Bist du gerade? Nein. Achso. So, es geht nach Hause. Und es schneit. Das ist geil. Krass. Schneit es in Deutschland auch gleich. Ha? Schneit es geht auch in Deutschland. Gucken wir gleich. Vielleicht. Ich weiß es vielleicht auch nicht. Also eigentlich sollte es heute den ganzen Tag schon schneien bei uns. Aber sagen Wettervorhersage mal kurz. Ich will mal gucken. Hier ist dänischer Schnee. Ja, dänischer Schnee, na gut, dann... Geht nur bis zur Grenze. Ja, okay. Es ist voll viel hier, Alter. Jetzt wird's mehr. Ja, fahr mal langsamer dann, ne? Ja, ja. Ich sehe das schon, dass das glatt ist hier. Ja. Ja, gut. Alter, wird immer mehr. Ja. Also, wir haben jetzt kurz nach 6 und... Ha? Hier liegt sogar schon Schnee. Oh ja. Alter. Kommt der nochmal her? Ja, okay. Hab ich jetzt nicht erwartet hier. Nö. Also, ich würde sagen, wir beenden mal das Video jetzt. Ja, seid ihr alle satt? Wir sind alle satt. Seid ihr alle jetzt müde? Ja. Ja, gute Nacht. Ash ist nicht müde, ne? Ich geh noch raus, nicht. Du gehst doch raus, ja gut. Hast du noch ein Date? Hast du noch ein Date? Ja. Drei sogar. Wow, na gut. Also, wir sehen uns dann beim nächsten Video, ne? Auf ein LKW ohne Dings da. Ja, gibt's ohne Anhänger. Genau. Sonst werden die da rumkippen davor. Ja, ich finde auch. Na gut, also bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss. Ciao.